Willkommen zu Draw Stand by Main, Deutschlands geilstem Yu-Gi-Oh! Podcast mit meiner Wenigkeit und der Creme de la Creme der deutschen Yu-Gi-Oh! Twitch-Streaming-Szene, dem Dude, der sich demnächst Work-Life-Balance auf seine stählerne Brust tätowieren lässt, Nivska. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, keine Ahnung, wenn ihr euch den Bums hier gönnt. Auf jeden Fall bin ich es, der Mann, der sein Leben in den Griff bekommen hat. Der Mann, der jetzt basically die neue Freizeit gewonnen hat, in World of Warcraft reinsetzt und... Ja, I don't know. Ich bin Versager. Ich sehe nur cool aus wegen meinen Tattoos. Keine Ahnung. Anyway, auf jeden Fall grüße ich den anderen Typen, der jetzt sich ebenfalls Any% Burnout gespielt hat schon. DTV! Keine Ahnung, was das für ein Intro war diesmal. Ja, war ein spitzenmäßiges Intro. Ja, Work-Life-Balance, Burnout. Also wir haben, Burnout haben wir auf jeden Fall schon durchgespielt. Ja. Und jetzt Chapter 2, Work-Life-Balance kriegt dein Leben im Griff. Ja, also ich bin ja der ein paar Schritte schon voraus, ne? So ist es tatsächlich, ja. Ich brauche noch ein bisschen, aber bald, Kinder, wird es was geben. Dauert aber noch ein bisschen. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, genau wie ihr euch auf die Banlist gedulden müsst. Und für all diejenigen, die diesen Podcast hier im Stream oder auf YouTube sehen, uns gibt es auch bei Spotify auf jeden Fall mal auschecken. Aktuell, wenn ich mich nicht irre, tatsächlich dank eurer unfassbaren Power, die ihr in die Klicks und Listenings reinsteckt, der größte, erfolgreichste Yu-Gi-Oh! Podcast. Ja, vielen lieben Dank an der Stelle. Dankeschön. Ja, finde ich auch. Finde ich absolut sweet. Finde ich super delicious. Und dann zeigen wir es einfach mal den Konkurrenzen. Hier einmal Team Schattenspieler und seine zwei Handpuppen. Und dann hast du dann noch die anderen beiden Kollegen hier, na, mach das nach. Nee, ich glaube, bei uns ist einfach nur die Kunst drin. Wir sind eigentlich basically eher so, keine Ahnung, zwei Schwachmaten, die irgendwie immer wieder was von beim Bierchen mal einen Yugi-Begriff reinwerfen und sich dann trotzdem während dem Gespräch verbal mit Kot beschmieren. Ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept. Ich glaube, wir spiegeln einfach unfassbar gut den Durchschnitt der Yu-Gi-Oh!-Community wieder. Und genau aus dem Grund können sich alle mit uns identifizieren. Also kurz gesagt, wir sind zwei Assis, die wissen, wie ein Damage-Set funktioniert. Und das war es halt auch schon. So kannst du es halt zusammenfassen. So ist es tatsächlich, ja. So. Das heutige Thema, Nivska. Das heutige Thema. Sag mal, was machen wir denn heute? Wir haben ja letzte Woche im Podcast was versprochen. Wer den Podcast von letzter Woche noch nicht gehört hat, der macht das an der Stelle und kommt dann hier jetzt wieder zurück. Was haben wir unseren Zuhörern versprochen? Also, oh mein Gott, jetzt komme ich schon selber ins Stottern. Jetzt habe ich selber schon die Worte verloren, was ich sagen soll. Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Und zwar, es ist jetzt halt... Okay, ich sag's mal anders. Wer jetzt diesen Stream von mir geguckt hat, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, der wird wissen, das, was ich jetzt von mir gelassen habe, weiß, dass es mit dem Konami-Placement definitiv vorbei ist. Ich komme gerade aktuell nicht beim Fluchen vorüber, aufgrund von Produkten und alles Mögliche. Und trotzdem haben wir uns entschieden, lass doch mal darüber reden, was macht die Firma alles gut, Konami. So ist es. Ja, denn alle... Und auch wir und jeder Einzelne. Es gibt keine Probleme in Basingsee. Genau. Wahrscheinlich Konami selbst. Auch die meckern über Konami. Genau aus dem Grund gab es den grandiosen Vorschlag beim letzten Mal im Chat, den wir aufgegriffen haben. Wie wäre es mit einer Podcast-Folge zu den Dingen, die Konami gut macht? Und damit beenden wir auch den Podcast und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Nein, wir versuchen es. Es gibt definitiv ein paar Dinge, die Konami gut macht, beziehungsweise die Yu-Gi-Oh! An sich gut macht. Die Frage ist, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Und die Frage Disclaimer auch, kriegen vorab wir die Stunde gefüllt? Ja, das ist mit der Stunde, vergiss es. Ich glaube, wir werden sehr, sehr schnell abrutschen. Disclaimer vorab, normalerweise, wir haben ja beide jetzt schon mittlerweile so eine gewisse Sprachfluss-Rederoutine, dass wir diese ganzen Äs und Ös und sowas eigentlich aus unserem Sprachfluss fast schon raus haben. Das werden wir jetzt komplett reverten, was wir uns die letzten zwei Jahre antrainiert haben. Das wird jetzt alles in Bach runtergehen. Wir werden sehr viel denken müssen, keine Ahnung. Vielleicht, wenn unser Herr DTV beim Schnitt nachher nicht ein bisschen Motivation hat, kann er jedes Mal die Denkmusik einspielen bei 10 Minuten Lücke. Oder er schneidet alle Gedanken. Keine Ahnung, wir müssen. Wir müssen über die 8 Minuten kommen für die Werbung. Das ist mehr will ich gerade nicht. Mehr will ich nicht. Scheiß drauf. Okay. Chat, ihr müsst uns helfen, Alter, wirklich. Weil es wird nicht einfach, vor allen Dingen, weil gerade ja auch die aktuelle Stimmung in der Community und auch bei uns so ist, dass wir uns denken, beschissener geht's aktuell nicht. Und genau aus dem Grund versuchen wir jetzt hier die nächste Stunde
eine Mischung aus Wahrheit und Lügen von uns zu geben. Oh, das wird super. Um Konami im bestmöglichen Licht darstellen zu können. Okay, okay. Dann fangen wir doch einfach mal an. Und zwar, ich glaube, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich werde ja sehr, sehr oft gefragt, Nifska, warum spielst du nicht TCG X? Warum spielst du nicht TCG Y und alles Mögliche? Zum Beispiel, ich hatte es gerade wirklich, bevor du rangekommen bist, hatte ich nochmal so eine kleine Diskussion wegen Pokémon TCG vor allem. Und ich muss jetzt halt auch schon sagen, was Konami schon gerafft hat, wieso dieses Game mitunter so läuft. Und da musst du jetzt halt auch schon sagen, ich glaube, eines der Hauptargumente, was du wirklich sagen kannst für das Yu-Gi-Oh! TCG, was Konami sehr gut macht, ist, denen ihr System mit, wir geben Local X, das darf eine Regio abhalten. Weil, ich glaube, ich muss jetzt halt auch sagen, ich bin jetzt nicht so in den anderen Dingen drin, aber das Yu-Gi-Oh! TCG ist halt so das TCG, wo ich jetzt halt kenne, dass du viele kleine Regios überall hast. Du hast halt etwas zwischen YCS und zwischen Local Level. Verstehst? Weil Pokémon hat ja, bei denen heißt es zwar Regionals, aber das sind ja immer so diese YCS-Größendinger. Das sind ja immer so diese massiven, ausladenden Events und alles Mögliche, wo wirklich gezeigt wird, wir sind motherfucking Pikachu, wir zeigen euch, wie viel Geld wir haben. Weißt du, aber so dieses Mittelding kriege ich so von Pokémon gar nicht mit. Also, das stimmt. Das ist nicht nur bei Pokémon so, das ist vor allen Dingen auch bei, ich weiß nicht, wie es bei Magic ist, aber ich weiß, dass es bei One Piece genauso ist. Haben sie auch nur den Treasure Cup, ne? Und Treasure Cup und Locals, genau. Und dazwischen war es das. Genau, oder, genau, also Treasure Cup, ich weiß, glaube ich, auch 1000-Mann-Event, also entweder diese 1000-Mann-Events, oder beim letzten Mal gab es die Europameisterschaft, auch in Utrecht, glaube ich, oder Locals. Es gibt nichts dazwischen, es gibt keine mittelgroßen Events, wo du sagst, okay, alles klar, 100, 200, 250 Mann, wobei es definitiv die Spielerschaft gibt, die diese besuchen würde. Das sieht man ja auch jedes Mal an so Geschichten wie Treasure, also die machen viel Remote, muss man sagen. Und jedes Mal sind so schnell die Tickets ausverkauft. Du musst Schlange stehen, du musst an der Verlosung teilnehmen. One Piece lädt ja, glaube ich, nur von Remote, ne? Ja, also so bis auf einige wenige. An. Genau, bis auf ein, also die machen mehr Remote-Turniere als, glaube ich, richtige Turniere. Und da muss man tatsächlich sagen, auch wenn Konami dieses Jahr maximal reingeschissen hat mit den YCSs, hast du absolut recht, absolut richtiger Punkt. Es gibt zwischen einer Locals und einer Nationals oder einer Locals und einer YCS gibt es unterschiedlich große Turnierveranstaltungen. Kleine Regios, mittelgroße, große Regios, German Open und was auch immer noch für sonstige Turniere, die irgendein Local tatsächlich veranstaltet. Teilweise mit Stream, ohne Stream. Letztens die German Open war mit Stream. Also wäre das Setup noch ein bisschen spiciger gewesen, hättest du fast gesagt, das war eine kleine deutsche, war es ja auch eine kleine deutsche Meisterschaft, bei so vielen namhaften Spielern, die auch da waren. Ja. Und das macht vor allem Konami, diese Faxe. Vor allen Dingen Diesel und Faxe, Legenden der Straße. Und das macht Konami, finde ich, tatsächlich gut. Wir meckern, dass es keine großen Events gibt, wo man das gute Pricing absahnen kann. Aber alles dazwischen, die Regional Season, die ist auch sehr lang. Es gibt in wirklich fast allen Bundesländern irgendwelche Regionals. Klar, im Westen ein bisschen mehr als im Osten und so weiter. Aber das muss man sagen, das macht Konami gut. Ja, also wirklich vor allem so diese Plethora an Events, wo du so mitspielen kannst, das ist tatsächlich wirklich crazy gut, finde ich. Bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Weil für mich ist es halt vor allem, wenn es bei mir was in der Umgebung ist, dann frage ich, ey, kann ich jetzt bei ihr übernachten und alles mögliche, dann machen wir halt nochmal so einen Wochenendtrip draußen. Natürlich weiß ich jetzt nochmal was anderes. Und was ich halt an der Regio cool finde, natürlich, du hast halt auch die Schwitzer, aber du hast halt Leute, die sagen, ja lol, ich gehe mal mit Bullshit rein, mal gucken, was rauskommt und dann einfach auf einmal top. Irgendwie so aus. Also das ist halt auf einem Regio-Level möglich. Darum, das ist tatsächlich wirklich ein Positivpunkt. Und dann hat auch Konami verstanden, und zwar, es ist ein physisches Kartenspiel. Ein physisches Kartenspiel stirbt halt tatsächlich, wenn du keine Möglichkeiten hast, das Ganze mit Events zu spielen. Jetzt dadurch, klar, wir haben keine YCS und alles Mögliche, aber das Einzige, was darunter leidet, ist halt, dass halt die Tier 1 Metadecks nicht gespielt werden. Aber so auf einem Regio-Level wird halt alles, was Rogue und Bullshit ist, trotzdem ja alles weiter gespielt. Und du hast halt dennoch noch eine Begründung für dich, dir dein Deck zu besitzen. Da muss man schon sagen, da waren die smart zu sagen, okay, wir müssen trotzdem gucken, dass wir physisches Play irgendwie aufrechterhalten. So ist es. Und vor allen Dingen, klar, man guckt dann immer wieder mal gerne in die USA. Ne? Man vergleicht auch gerne OCG, TCG und USA-TCG. Die haben gefühlt eine YCS nach der anderen. Aber dazu muss man sagen, die fucking Staaten sind unfassbar riesig. Allein in Kalifornien leben so viele Menschen wie in Deutschland. Wenn ich
die Statistik richtig im Kopf habe. Oder zumindest von der Fläche her ist es genauso gut wie Deutschland. Egal. Fakt ist, dass dort eine YCS bei uns, glaube ich, einfach vergleichbar mit einer Regio einfach ist. Bei uns hat eine YCS gefühlt einen anderen Stellenwert, würde ich einfach mal behaupten, weil so oft passiert leider eine nicht in Europa. Wohingegen dort gefühlt jede Woche irgendwie eine YCS stattfindet. Team YCS, dies YCS, das YCS. Also eventuell keine Kritik, aber vielleicht muss Konami an der Betitelung ihrer Events in irgendeiner Art und Weise, um das noch ein bisschen besser einordnen zu können, arbeiten. Weil, also ich meine, Jesse Cotton hat die Möglichkeit auf, ich sag jetzt einfach mal, mindestens 12 YCSs im Jahr in Nordamerika zu spielen, wohingegen wir in Europa im Optimalfall 2-3 Mal oder wie dieses Jahr bisher keinmal die Möglichkeit haben, den Titel zu holen. Und ja, deswegen muss man das auch mal ein bisschen in Relation setzen. Und wo wir gerade vom physischen Kartenspiel sprechen, Konami waren die ersten, die während der Corona-Zeit auf die Idee kam, Remote-Duell zu implementieren. Und dank dessen bist du unter anderem da, wo du jetzt auch bist. Muss man ja, und du sagen. Halt auch da, wo du bist. Genau. Wir sind ja beide durch eine Okay, ja. Danke, Konami, dass ihr eine sehr gute Firma... Also die waren die ersten mit Remote, wobei man sagen muss, die einen sagen das eine über Remote, die anderen sagen das andere über Remote, muss man das auch sagen. Aber ja, ich glaube tatsächlich, den Punkt mit Remote, den kannst du so nicht, fast schon nicht stehen lassen. Okay, wir haben jetzt so das Regio-Ding. das war's. I try my best. Also, wir haben Regio, die Remote-Duel-Geschichte war gut, so muss man einfach mal sagen, weil seitdem durften wir, ne, alle haben, jeder, der mal so eine Remote-YCS gespielt und gewonnen hat, hat so ein komisches, hässliches Das Einzige, Emoji was ich mir bekommen. Wünsche, ich hätte schon mal Bock, dass es mal noch mal ein Remote-Event hier in Europa gäbe. Ja, das wünsche ich mir auch. In der USA gibt es Gefühle, die werden ja immer noch gehalten, aber bei uns ist ja alles eingestampft. Ja, und das verstehe ich auch nicht, warum, weil am Ende ist es, also ich meine, One Piece macht ja auch online 1000-Mann-Events so, warum können wir das nicht für die YCS machen? Und wenn ihr mal überlegt, und das war geil damals, muss ich ehrlicherweise sagen, da war ich ja noch relativ frisch im Game, die erste Remote YCS, da waren vier, also für die europäischen Server, ich glaube, an den europäischen Servern durften quasi auch Ozeanien und sowas mitspielen. Nur die USA und Südamerika durfte, glaube ich, nicht. Die hatten eine eigene Remote YCS. Es waren 4.500 Personen, die an dieser Remote YCS gespielt haben. Das war eine absolut absurde Summe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gegen den Typen in Australien gespielt habe. Bei mir war es irgendwie 12, 13 Uhr hell und er saß da um 3 Uhr nachts mit einer kleinen Nachttischlampe und hat versucht, irgendwie seine Karten zu entziffern. Also das muss man ehrlicherweise sagen, dass das ein echt cooles Ding war und ich glaube, ich auch immer noch die Spielmatte und so alles noch zu Hause habe. Das war wirklich damals ein guter Move. Hat man, glaube ich, gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber es war gut. Jetzt hat Konami Remote in Europa sterben lassen. Das ist wiederum nicht so gut. Aber wir wollten ja beim Positiven bleiben. Ja. Heute ist ein Positiv. Alles ist positiv hier. Nicht. Es gibt keine Probleme in der Firma. Komm, Nipska, weiter. Was noch? Karten. Wir haben Karten. Also. Rarity Collection. Ja, wir haben die Rarity Collection bekommen. Wir durften mal probieren, wie es ist. Als würden wir in Japan leben. Im Endeffekt hat Konami uns gezeigt, schaut mal, so toll ist es, wenn du Japaner bist. Und hat uns die Rarity Collection gegeben. Und dasselbe ist mit der Rarity Collection 2. Rarity Collection war ein super Set, weil ich wirklich muss sagen, und da kann ich jetzt auch schon stolz, ich habe mir letztens was gegönnt aus der Rarity Collection, weil ich werde jetzt, pass auf, ich werde jetzt Chat. Ich habe mir gedacht, scheiß drauf, denn ich habe ein neues Motto für mich entdeckt. Hurensohn, wer Combo spielt. Und habe mir 3 Inspector Border und Quarter bestellt. Weil ich ja gerade an dem neuen Deck im Hintergrund am Werkeln. Du weißt ja schon, warum es nicht handelt. Habe ich dir ja mal eine WhatsApp geschrieben aus Nichts. Da habe ich gesagt, was ist das für eine Scheißidee im Endeffekt? Ja, genau so.
Und ich krieg eine Sprachnachricht von ihm geschickt. Dennis, also wirklich, also er klang so begeistert. Ich werde nicht verraten, um welches Deck es sich handelt, aber er klang so unfassbar begeistert, als ob er den heiligen Gral von Yu-Gi-Oh! Gefunden hätte. Wirklich. Ich weiß, welches Deck ich auf die deutsche Meisterschaft mitnehme. Du wirst es nicht glauben. Ich habe mir den Chor bestellt. Alles ist unterwegs. Und als er mir dann das Deck verraten hat, dachte ich mir, Digga, Alter, wirklich. Aber ja, und daher kommen diese drei Inspector Border. Es wird sehr interessant. Es ist, glaube ich, nicht das, woran ihr denkt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es das ist. Ich habe eine Antwort bekommen, die lachend, dass du dein Handy reingekrönt hast. Hast du welche gesagt? Ja, nee, mach mal. Da wollte ich schon zu dir sagen, wollte ich schon einen Vorschlag machen. Weil jeder weiß, wenn ich so auf Dennis zukomme mit, ey, ich habe eine Idee, das endet immer in guten Geschichten. Darauf der Fax und Diesel. Dann auch auf der Europameisterschaft werden wir zusammen eine Giant Card zersägen. Und das nächste, was ist? Was hältst du von dem Vorschlag mit, wir beide gehen auf die deutsche Meisterschaft als Chad Stun Player? Wir beide fangen jetzt an, uns Testosteron zu spritzen. Wir gehen ins Gym, fressen nur noch Proteine oder gehen wir so durchtrainiert und dann flippen wir mal Summon Limit. Aber mit was für einer Alpha-Energie? Was hältst du davon? Oh Mann, Alter. Ey, wirklich. Ja, schön auf Testo rein, auf so ein... ja, so Chad Sunplayer, wirklich. Wirklich, mein Motto wird wahrscheinlich sein, Hurensohn, der Kombo spielt. Scheiß drauf. Nein. Auf so einem Tanktop, auf so einem richtig dünnen Tanktop, was gerade so deine Nippel bedeckt. Geil, geile Idee. Also, das ist jetzt wirklich so meine... Ja, keine Leute, was soll ich sagen? Ich bin einfach nur gerade ein bisschen verzweifelt, was das Format betrifft. Okay, es tut mir leid, wenn ich der Wahnsinn gerade ein bisschen bei mir übernimmt. aber ich find den Spruch gut. Hurensohn, wer Kombo spielt. Ich glaube, das sollten wir uns auf ein T-Shirt drucken oder so. Scheiß. Keine Ahnung. Spitzenmäßige Idee tatsächlich, ja. Ich glaube, da fliegst du aber aus dem Konami-Venue raus, kann es sein? Ich habe das Gefühl. Ja, ich glaube, selbst wenn du acht oder, sagen wir mal, du kommst tatsächlich ins Finale, also du bist Nummer 1. Ja, dann darfst du deinen T-Shirt auf links, Trainer wahrscheinlich. Also. Definitiv, also die würden dich nicht ins Feature-Play, ins Feature-Game lassen. Ja, nee, also irgendwie sowas müsste da. Anyway, back. Back zu den Sachen, die Yugi. Also Reality Collection war tatsächlich ein sehr, sehr gutes Set. Hat viele Staples bezahlbar gemacht. Wenn wir jetzt vom Raritätensystem mal von den Core-Sets absehen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber es hat wirklich sehr, sehr viele Sachen mit reingemacht. Ich glaube, da können wir jetzt auch generell schon mal nochmal einen Schwung machen. Und zwar, was wir auch sagen können, was wir schon fast besser haben als die Leute im Osten, ist unsere Reprint-Policy ist wesentlich aggressiver tatsächlich. Drüben hast du zwar die wesentlich billigeren Meta-Staples, nur bei uns wird halt mehr alter Scheiß gereprintet. Das kann man sich ausmalen. Ist das besser? I don't know. Mach mit der Info, was du möchtest. Ich freue mich immer über den Dark Magician Reprint. Ja, man kann natürlich auch an der Stelle vielleicht so ein bisschen einen Vergleich oder versuchen, einen Vergleich zu ziehen, wenn man das mit anderen TCGs vergleicht. Konami reprintet schon ordentlich. Es dauert in der Regel immer ein Jahr, was ich aber auch okay finde, weil überlegt euch mal, ihr gebt 1000 Euro für ein Deck aus und Konami kommt dann nach 1,5 Monaten um die Ecke und sagt, alles klar, alles mal reprinten und deine 1000 Euro kannst du dir sonst wohin schieben. Deswegen, also wenn ich schon 1000 Euro für ein Deck gebe, dann möchte ich das mindestens ein Jahr spielen, quasi diesen Invest auch in Spaß, Freude, Frustration und Hass ummünzen, um dann zu sagen, cool, die 1000 Euro waren ein guter Invest, bevor dann Reprints kommen und das Deck nichts mehr wert ist oder nicht mehr spielbar ist, weil es von der Banlist getötet wird. Deswegen finde ich sozusagen diesen Jahresrhythmus den finde ich gut. Früher war mir das ein bisschen zu lang, mittlerweile finde ich den okay, weil auch zwischendurch, Konami haut wirklich, ich würde schon sagen, viele Reprint-Sets raus. Es ist nicht immer das drin, was man sich zwangsläufig wünscht, aber wenn man überlegt, dass im Frühjahr irgendwie zwei Sets kommen. Du hast ja immer Battles of Legends, dann haben sie meistens so ein Special-Set. Also Battles of Legends ist ja meistens nichts anderes als so ein Reprint-Set plus OCG-Imports. Dann hast du noch die Megatin, das sind schon mal zwei. Und dann hast du noch mal irgendwas Specialiges. Jetzt sind sie gerade auf einem Rarity-Collection-Trip. Davor war es ja Ghost from the Past. Und genau, Maximum Gold, Maze of Millennia, Maze of Memories und den ganzen Kram. Also du hast schon so viermal im Jahr irgendein Set, wo du sagst, okay, cool Reprints. Und selbst wenn sie es nicht hinbekommen, kriegen wir zumindest Structure Decks, wo Reprints drin sind. Also das ist schon okay.
Also du kannst tatsächlich mittlerweile für ein sehr gefragtes TCG, du kannst tatsächlich Off-Meta relativ gut bezahlen, muss man sagen. Also wenn du jetzt nicht Meta-Keule spielst, Vollgas, dann ist Yugi tatsächlich gut bezahlbar. Ja, und ja, auch halt gut spielbar, auch aufgrund dessen, dass Yu-Gi-Oh! Mit Magic halt das älteste TCG ist und es dementsprechend natürlich auch viele Möglichkeiten gibt, in Locals, also Läden, zu spielen, kann man zumindest die Karten, die man auch aus so einem Pack rippt, direkt irgendwie auch zum Einsatz bringen und das hat tatsächlich nicht jedes TCG, also nicht jeder Local, auch aufgrund allein schon der Größe oder der Spielerschaft in irgendeinem Dorf bietet irgendwie Pokémon an oder Magic oder so. Ne? Also ist dann oft nicht, also gibt es nicht immer. Und Yu-Gi-Oh! Findest du eigentlich fast überall. So, es gibt jeder bietet irgendwie Yu-Gi-Oh! An, dann das TCG, was gerade im Kommen ist, wo alle das Geld für ausgeben, wie One Piece gerade. Ja. Und dann irgendeinen älteren Klassiker, wie entweder Magic oder Pokémon, je nachdem, ob der Besitzer ein Anime-Nerd ist oder lieber die Tolkien-Bücher gelesen hat. Und deswegen, also da muss man auch schon sagen, so das ist schon geil. So. Ja. Irgendwie gibt es immer irgendwen, der in irgendeiner Art und Weise mit Yu-Gi-Oh! In Kontakt gekommen ist, mal alte Karten wieder hervorholt, so wie wir auch. Und ja, das hat die Franchise dann schon über die Jahre irgendwie gut gemacht. Ja, das kann man schon definitiv sagen. Also dass es da immer wieder mal Berührungspunkte damit geht und es ist tatsächlich, was das betrifft, relativ einfach. So, jetzt ist dann nochmal das, ja, also wir haben halt die Reprint-Policies, wir haben es, dass sie mit Einsteigerprodukten halt damit versucht haben, wie der tollen Two-Player-Starter-Set, was sehr, sehr geeignet ist, um wieder ins Game reinzukommen. Ja. Was grundsätzlich auch gut ist, ja, ist alles, was im OCG erscheint. Nur leider kriegen wir es meistens nicht ins TCG. Das ist wiederum nicht so gut. Aber dadurch, dass Konami eine extrem verkorkste Firma ist und einfach nicht weiß, wer welche Rechte wem gehören, habe ich das Gefühl. Ja, das ist ja immer ein ganz großes Rechtegefickte bei Konami, ne? Genau, Konami, Shueisha, TV Tokyo und Studio Dice. Ja, genau. Das richtig? Genau. So, das ist immer, keiner weiß so richtig, wem was wie gehört. Und genau aus dem Grund gibt es dann unter anderem auch, ich sag mal, Hersteller auf dem Zweitmarkt, die sich das dann natürlich zunutze machen und gewisse Artikel im Yu-Gi-Oh! Anmutigenden Design auf den Markt bringen, was uns auf jeden Fall freut, weil es so zumindest keine Rechteklagen gibt, weil bei manchen Produkten, die ich so da draußen sehe, bei, keine Ahnung, Amanda Le Palme oder was auch immer, da muss man sich schon fragen, ist zwar selbst kreiert und selbst gemalt, aber das ist eindeutig eine Dark Magician Girl. Ja, also sowas gibt's halt auch immer wieder mal, aber genau. Und das ist wiederum, da wird quasi was Schlechtes zum Guten, sage ich jetzt mal so an der Stelle. Es fällt mir gerade echt schwer, ich scroll gerade durch diesen Yu-Gi-Oh! News Instagram-Kanal und suche nach irgendwas Positivem, aber alles, was cool aussieht, ist immer nur irgendwie im OCG. Das ist echt hart, Junge, es ist wirklich hart gerade. Hier, geil, Hello Kitty x Yu-Gi-Oh! Bei McDonald's. Ist doch geil, war das gut, oder nicht? Ihr seht, wir kämpfen, Leute! Ihr seht, wir kämpfen, okay? Also, für alle da euch an den Fall. Also, wir versuchen wirklich. Leute, wir versuchen unser Bestes, okay? Bitte, geht uns nicht so sehr in Kragen. Verdammt, also wirklich, ja. Das ist ja also gut, ne? Artworks sind gut. Keine Ahnung, es sind so die offensichtlichen Dinge, womit ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Also, aufgepasst. Es fällt gerade schwer, ein positives Alleinstellungsmerkmal für Konamis Produkte und Strategien zu finden, weil es keins gibt. Weil im Endeffekt das, was sie liefern, erwartet man ja von einer Firma, die gewisse Produkte verkaufen möchte. Sprich, regelmäßig neue Karten, neue Sets, Power Creep, gleich kommen wir zum Master Duel, und so weiter. Das ist ja quasi das, womit die Firma ihr Geld macht. Und da kann ich ja nicht der Firma zur Firma hingehen und sagen, ich klopfe dir auf die Schultern, danke für das Set, hier sind 100 Euro.
Also das ist ja quasi, das ist ja der Trade. Du machst ein Produkt, ich bezahle. Das heißt, wir sind beide immer noch auf Augenhöhe. Und jetzt, wo ist der Moment, wo ich sage, oh Konami, du gottgleiches Wesen, danke, dass du mir all das hier ermöglichst. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Schwierigkeit, die wir gerade haben. All das Positive, was wir gerade versuchen zu finden, machen entweder schon andere TCGs länger oder besser. Und das fühlt sich gerade, also Regius war wirklich ein sehr gutes Beispiel, Nivska. Das war tatsächlich ein extrem guter Punkt. Ich lese gerade im Chat, da kommen wir gleich zu dem Thema. Aber ansonsten wird es echt schwer. Klar, die Kartendesigns, Lores. Lores ist super. Hier, also die ganzen Geschichten hinter den Karten. Aber auch das ist ausbaufähig. Da könnte Konami noch einen Hauch, also bring öfter so ein Booklet raus. Pack das in die V-Jump. Keine Ahnung, mach irgendeinen Auszug, irgendein 30-sekündiges Snippet. Irgendwas. Also so viele Gefallenen von Albers Karten, die gedruckt worden sind und man muss sich was drauf zusammenreimen. Das ja. ist unfassbar schwer. Also mach doch einfach eine kurze Geschichte draus und bring dann die Karten raus. Vielleicht machen sie da das in Zukunft. Das ist wiederum was Positives. Diese Konami Studios, die sie jetzt in Japan eröffnet haben, Konami Animation Studios. Ich hoffe, dass das wirklich nur Gutes hervorbringt. Wer es nicht mitbekommen hat, Konami hat bei der Tokyo Dome Event, 25th Anniversary Tokyo Dome Event, quasi Konami Animation Studios präsentiert mit Sitz in Japan und in dem Zusammenhang, ich glaube, 6 oder 8 kleine Clips mit beliebten Deckthemen, also Clips, Animes. Clips, kurze Animes, wo man einfach mal so rein eintauchen konnte und Konami sich auch mal von einer ganz anderen Seite präsentiert hat und gezeigt hat, also das können wir noch. Hier Yugi Kaiba, das machen wir nicht, also ja, aber nicht nur noch, wir schauen nach vorne. Und ich hoffe, dass das irgendwie einen positiven Outcome hat. Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, die Tatsache, dass jetzt diese Chronic Mages, also ich hoffe ja wirklich, dass sie was Neues, Cooles daraus ziehen können, ne? Dass da irgendwie mal die komplette Brand irgendwie auf links gedreht wird. Hätte ich schon Bock. Hätte ich wirklich, wirklich Bock, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja, wer mich kennt, der weiß ja, ich habe mit dem Anime, mit dem Manga gedönsten wirklich schon aggressiv wenig bis gar nichts zu tun. Also es juckt mich so null, so gar nicht die Bohne. Aber das ist jetzt, wer mich kennt, wie gesagt, ist ja nichts Neues. Oh, warte, bevor du weitermachst, guter Punkt, den ich gerade im Chat lese. YCS-Tickets waren 26 Jahre lang trotz Inflation billig. Das stimmt. Der Preis hat sich nur minimal innerhalb der 26 Jahre verändert. Erst vor kurzem gab es diesen enormen Preisanstieg für die YCS in Dortmund. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, zumindest für die deutsche Meisterschaft ist der Preis wieder der alte Preis. Aber ja, das stimmt. Alle Preise, Teilnehmerpreise für die großen Events von anderen TCGs sind so, keine Ahnung, zwischen 60 und 100 Euro und wir waren permanent bei 25 Euro und das stimmt schon, das muss man tatsächlich auch Konami zugutehalten. Ja, ja, kannst du schon sagen, definitiv. Wobei jetzt stehen geblieben war, aber ja. I try. Master Duel, sag was zu Master Duel. Ich hab nichts Positives. Doch, eins. Master Duel hat von allen Simulatoren, wo ich mitbekommen habe, glaube ich, mittlerweile so das fairste bzw. beste Monetarisierungsprinzip. Master Duel ist für einen, für tatsächlich, also das muss ich auch sagen, das ist, viele Leute, die haben sich beschwert über Master Duel. Und das Letzte, womit ich mit Master Duel je ein Problem hatte, war das Finanzsystem. Ich finde die Finanzierung von Master Duel tatsächlich vollgas in Ordnung. Du kannst zwar unendlich viel Kohle reinbuttern, wenn du möchtest, aber ich habe ja auch schon Hearthstone gespielt und Hearthstone ist so viel schlimmer. Also in Hearthstone, da kannst du so viel mehr Geld verbrennen als in Master Duel, finde ich. Nee, Master Duel ist okay. Master Duel ist voll fein. Und die Tatsache, du kannst auch viel werden, du kannst viel Free-to-Play kannst du dir erspielen, muss ich auch sagen. Nee, also wirklich, das ist vollkommen in Ordnung. Und was ich cool finde in Master Duel ist, dass sie... Die Qualität der Bannlists ist jetzt wieder was anderes, aber das ist sehr, sehr oft Bannlists bekommen. Ja, das stimmt. Die rotieren da sehr, sehr zügig. Rein, raus, sodass du wirklich immer Spaß machst, wenn du an Master Duel Spaß hast. Und da eigentlich permanent irgendwie zocken kannst, weil sich permanent irgendwie irgendwas verändert. So. Und das ist ja gerade das, worauf wir im TCG warten. Das ist ein anderes Thema. Aber das ist wirklich gut. Und ich muss sagen, ich habe mir... Also es kommt demnächst so eine kleine Videoreihe von mir raus und im Zuge dessen habe ich mir andere Simulatoren angeguckt. Und okay. Master Duel ist
bei weitem der optisch anspruchsvollste und am besten designteste Simulator. Und das muss man tatsächlich auch, ich meine, Konami ist ja auch in allererster Linie ein Softwarehersteller. Wir blicken zurück auf die guten alten Zeiten von Metal Gear Solid. Mhm. Ja, also das muss man sagen, das Ding ist wirklich verglichen mit den anderen Simulatoren eins mit Sternchen, wirklich 1A, Alter. Dragon Ball Fusion World, das Gameplay sieht gut aus. Das Menü sieht aus wie eine Alpha-Version von der Master-Duel-Menü-Oberfläche und so weiter und so fort. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst verrate ich zu viel von meiner Videoreihe. Aber absolut, Master-Duel optisch Knüller. Du kannst auch all das, und das war halt auch, also die haben im Endeffekt, also bis auf das, wie nenne ich es, das Format, ne? Mhm. Welche man spielen kann, haben sie eigentlich alles implementiert, was man so haben möchte. So unterschiedliche Spielmatten, Icons, Sleeves, whatever, so den ganzen Schnickschnack drumherum. Klar, alle Karten. Kartenpool und Format ist nochmal ein anderes Thema. So, da scheiden sich die Geister. Wobei ich auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, mein Lieblingsdeck Unchained wurde gekillt und 3 Monate später, also auf der Banlist gekillt, so, und 3 Monate später kann ich es quasi fast Full Power wieder in Master Duel spielen und quasi die gute alte Zeit wieder erleben. Finde ich jetzt irgendwie auch nicht so verkehrt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da haben sich viele mittlerweile dran gewöhnt. Ich glaube, das größere Problem sind eher die Formate. Genau, das so zumindest von mir zu Master Duel, weil Duel Links gibt es ja auch noch. Spielt, glaube ich, keiner von uns beiden. Spielst du Duel Links? Früher habe ich sehr viel gespielt. Also, ich habe Duel Links. An alle Leute, die jetzt wirklich professionell Duel Links spielen und alles mögliche, ich habe das damals gespielt, da war Blackwing Meta, wenn euch das noch was... Also das ist jetzt locker 4 Jahre her. Und da habe ich aber auch schon, glaube ich, meine 300 Euro reingeknallt, sage ich, wie es ist. Also ich bin sehr, sehr empfänglich für solche Gacha-Automatismen. Ich bin für sowas sehr, sehr empfänglich. Darum bin ich so gottfroh, dass mein ADHS-Hirn nie auf Drogen kleben geblieben ist. Okay, Koffein, das ist nochmal ein anderes Thema, aber da lässt sich mit mir reden. Aber ja, also da habe ich ordentlich Geld reingebuddert, gebe ich zu. Also das war damals, habe ich mein Duel Links gespielt. Aber das war's jetzt halt auch schon. Ich muss jetzt halt auch sagen, jetzt, bevor ich jetzt Duel Links anschmeiße, schmeiße ich vielleicht mal doch Master Duel auf dem Handy an. Hat ja auch eine Handy-Version. Ja. Und da spiele ich eine Runde, dann realisiere ich, Master Duel ist auf dem Handy shit und dann habe ich auch schon keinen Bock mehr. Dann bin ich wieder auf Reddit oder sowas unterwegs eher. Aber ja, das gibt's auch noch tatsächlich. Also du kannst Yugi halt... Oh, jetzt eines noch, was ich ultra geil finde. Und vielleicht, ich muss noch sagen, ich bin gefühlt der einzigste Mensch auf diesem Planeten, der das feiert. Aber das muss ich sagen, ich liebe die Konami Neuron App. Ich liebe die Yu-Gi-Oh! Neuron App, das muss ich schon sagen. Ich finde es geil, also zum Beispiel, wenn Pairings und alles mögliche gemacht werden über Neuron und das wirklich, du hast halt einen Ladenbesitzer, wo es reibungslos läuft. Weil meistens, wenn das System nicht funktioniert, liegt es eher am Laden als an der App selbst, muss man sagen. Und wenn es halt mal läuft, ist das so geil. Dann ist das so ein geiles System. Ihr glaubt gar nicht. So, an alle. Ich hasse Zettel. Ich hasse Zettel schreiben auf alles Mögliche. Und zwar, ich war schon immer das Kind in der Schule, wenn ich irgendwas per Hand aufgeschrieben habe. Ich habe es nie in einen Block reingemacht, nie in Ordner, sondern ich habe so dieses Stück Papier lose in meine Schulranzen reingemacht. Und es hat sich dann über die Jahre so die Sedimentschicht aus Papier unten bei mir gebildet. Also so sehr Hass. Und ich muss sagen, ich habe einen Hass auf Zettelwirtschaft mittlerweile komplett. Und ich liebe die Neuron-App. Ich liebe alles daran. Es ist so cool. Es ist, dass du per App den Win eingeben kannst, den Loss eingeben kannst. Und Digga, 90% meiner Deckbuilds und sowas entstehen bei mir abends, wenn ich nicht schlafen kann. Dann hänge ich in Neuron rum und baue Decks. Verstehst? Ja, geil. Und das, wo es mich halt jetzt vor allem gecatcht hat, ist diese scheiß Achievements. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch weltweit, der einen Fick drauf gibt, welche Achievements ich auf der Neuron-App habe. Aber einer von uns beiden hat das Goblin-Biker-Achievement auf der Neuron-App. Wer? Dürft ihr gerne raten. Mhm.
Ich finde das voll geil. Ich habe auch eine Zeit lang versucht, Follower zu farmen auf der Neuron-App. Ich habe 80 Follower. Ich glaube, ich bin damit auch weltweit derjenige mit am meisten Followern auf der Neuron-App, weil ich damit Callouts schon gemacht habe mit Follow Me und das war's auch. Aber das liebe ich. Die Neuron-App ist ultra geil. Ist für mich der geilste Companion, den sich Konami für das Yu-Gi-Oh! TCG je hätte ausdenken können. Bin ich absolut bei dir. Sie, finde ich, implementieren ihn, wenn es quasi um die Reportings bei Turnieren und so geht, etwas zu langsam. Könnte schneller gehen, könnte vor allen Dingen auch auf Locals stattfinden, meiner Meinung nach, weil ich glaube, One Piece macht das bereits auch auf Locals-Ebene, dass du das mit der App alles quasi einträgst und so Pairings. Aber ich gebe dir absolut recht, das wäre auch mein nächstes Thema gewesen. Neuron ist mit all den Anfangsschwierigkeiten, die es hatte, wirklich der Shit. Also ich habe es jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich in voller Bandbreite, in 16:9 und in Farbe, auf der German Open mitbekommen. Weil da hat alles, ich musste nirgendwo an, ich musste auf keinen Link, keinen QR-Code scannen, ich musste nicht meine Deckliste per Zettel abgeben, ich musste nicht vorher irgendeinen dubiosen Google Drive beitreten oder so einen Scheiß oder auf Discord. Nein, alles. Deckliste ab, das Event, weil ich ja angemeldet war fürs Event, wurde mir unter den zukünftigen oder kommende Turniere angezeigt. Da habe ich draufgeklickt, habe mein Deck ausgewählt, habe gesagt, submit. Und damit war ich dann auch für das Turnier registriert und habe dann auch so Pairings bekommen, Win, Lose eingegeben, fertig. Also es hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, hat unfassbar viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, klar, hat Neuron selbst natürlich diese Duell-Funktion, wo du halt Lebenspunkte und den ganzen Scheiß halt sowieso mit drin hast. Deswegen wirklich top. Und jetzt, und hier an dieser Stelle auch eine kleine News am Rande, ab Juli 2024 löst quasi die ID, die in der Neuron-App angezeigt wird, die KCGN bzw. Kossi-Karte ab. Genau, richtig. Das heißt, ihr müsst demnächst keine Plastikkarte mehr mit euch durch die Gegend schleppen. Nummer könnt ihr vergessen. Das wird jetzt alles auf Neuron transferiert oder ja, aber ich glaube, das ist eher Neuron weniger für Fortschritt, sondern eher, es gibt wirklich Leute, die hängen an dieser Karte eher. Und die sind eher angefressen. Also ich glaube, das ist eher, für mich ist was Positives, weil ich nie diese Karte benutzt habe. Aber ich glaube, der Großteil, die diese Karte haben, ich glaube, die lieben das Ding halt. Aber ja, das muss ich schon mal sagen. Neuron ist saugeil. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist eventuell, dass, keine Ahnung, Bandes Alerts oder sowas. Das, ich glaube, das ist etwas, wenn der Bandes droppt, dass du direkt eine Notification bekommst, weil Konami weiß, wie wichtig der Bandes den Leuten ist. Du kannst mir nicht sagen, dass es die Firma nicht mitbekommt, wie krass wir einen Fick auf die geben. Verstehst du, was ich meine? Und so ein Alert, so Achtung, Achtung, Player, dein Spiel ändert sich. Ja, das war wirklich geil. Ach, du glaubst echt, dass Konami mitbekommt, dass wir eine Banlist sehen und haben wollen? Also ich sag mal so, wenn ich auf die offiziellen Yu-Gi-Oh! Kanäle in Instagram gehe, sind unter jedem Post die ersten 400 Kommentare, wo Banlist? Ja, where is the Banlist? Tatsächlich. Ey, Digga, die ganzen Twitter-Postings, die sind voll damit. Das ist so krass, ja, das stimmt schon. Die releasen irgendwelche Infos und News und alle wollen eigentlich gerade nur ein Update der verbotenen und limitierten Kartenliste sehen. Mhm. Ja, das ist tatsächlich, das ist gut. Ich finde zum Beispiel auch gut, ich weiß, das war bei dir in der Vergangenheit immer wieder mal Thema im Stream. Ich finde das Format, also Yu-Gi-Oh! Als Kartenspiel an sich, dass du kein Rotationsformat hast, sondern dass du dich dadurch anderen TCGs gegenüber abhebst, indem du sagst, der gesamte Kartenpool steht euch zur Verfügung, exklusive der Banlist. Und das finde ich irgendwie cool, weil dadurch kommen halt auch irgendwie verrückte Sachen auf. Dadurch kann Konami auch, ich sag mal, alte beliebte Deckthemen mit neuem Support versorgen. Jubel jetzt gerade ein kurzes Beispiel, weil natürlich diese ganzen Deckthemen auch auf Animes aus der guten alten Zeit irgendwie basieren und. Also das muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich gut. Man kann über die Banlist streiten, sollte man auch, aber ich finde es gut, dass wir kein Rotationsformat haben, weil irgendwie, also ich weiß ich es nicht. Ich finde Set-Rotation, finde ich gut. Was sagst du? Ich finde Set-Rotation gut. Da sind wir beide auf einem anderen Thema. Ja, aber ich frage mich halt, pass auf, also sagen wir mal jetzt Magic, ja? Ich spiele Rot, ich spiele Goblins. Ich habe eine Karte, die sagt, für eins füge dem Gegner einen Schaden zu, ja, für einen Feuermana. Mhm. Das heißt, wenn wir in die Set-Rotation reingehen, dann wird ja quasi die Karte nach 5 Sets einfach nochmal neu als neue Karte geprintet. Für eins füge ein Schaden dem Gegner zu oder nicht. Ja, also, kannst du machen. Aber hä, ist doch Banane, Alter. Das heißt, die Karte, und wenn ich mich recht entsinne, ist es auch tatsächlich so, dass es
unterschiedliche Kartennamen und Designs gibt, aber der Effekt der identische ist, einfach weil diese Karten der Set-Rotation zum Opfer gefallen sind. Also es gibt Karten, also bei einer Set-Rotation, du kannst einfach reprinten, dann kannst du sie einfach wieder spielen. So einfach ist es. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Set-Rotation, weil, okay, ich glaube, das ist ja schon so ein Punkt, ich glaube, ich sehr, sehr oft, wenn ich halt diesen Punkt anspreche mit Set-Rotation, stehe ich halt sehr, sehr oft alleine da. Manche Leute lieben es halt wirklich, ihre Lieblingsdecks zu stehen. Versteht mich falsch, Leute, ich liebe ja auch Infernoid zu spielen, obwohl das ein scheiß altes Deck ist. Sämtliche Pendel-Decks würden nicht funktionieren. Und ohne wenn wir eine Set-Rotation hätten, Leute, ihr könntet bis 10 zählen, Konami würde nie wieder eine einzige Pendel-Karte drucken und die werden alle rausrotiert. Also geht man da ganz stark davon aus. Nur ich muss halt sagen, viele Probleme, die wir halt haben, ist halt gerade dadurch, dass wir keine Set-Rotation haben. Und zwar jetzt der beste Punkt, Punkt Nummer 1, Power Creep. Du hast halt nicht so viel Bullshit. Ab einem gewissen Punkt rotiert einfach Shit raus und dann musst du halt Karten mit ähnlichen Effekten wieder rausbringen oder sowas, die diese Karten halt irgendwann ersetzen. Verstehst du, was ich meine? Also der Power Creep, der wäre schon massiv in Check gehalten. Kannst du es halt sagen, was du möchtest, weil jetzt momentan ist es einfach nur, Konami muss ja eine Incentive schaffen, dadurch, dass du neue Karten kaufst, und darum machen sie sie immer stärker und die tun halt nur Keycards aus Decks rausbannen, und dann werden aber die restlichen Karten sehr, sehr oft in andere Decks mit implementiert. Also Leute, bis heute spielen wir noch Tierlements und das hat jetzt wie viele Bannings schon erfahren? Okay, vielleicht ist ja Tierlements falsches Ding. Nice, cool. Let's have a look at Zodiac. Also mit Dryden wurde das Deck halt auch überall reingesplashed und alles mögliche. Also das ist jetzt halt einfach so der Punkt. Okay, ab einem gewissen, weil Konami tanzt auch immer den Tanz auf dem Vulkan. Wir wollen die Verkäufer nicht verärgern und alles mögliche. Und alles, sure, ja, yeah, whatever. Wie gesagt, wir müssen diese Diskussion nicht nochmal in den Kommentarsektionen und alles mögliche führen. Das stehe ich immer alleine da. Sehr, sehr oft fühlt sich das an. Und ich kenne eure Punkte, ihr kennt meine. Nur für mich, warte, bevor du jetzt noch was sagst. Für mich vor allem, was ich jetzt halt auch habe, ist, wir hätten keine Kopfschmerzen mehr wegen der Banlist. Du weißt, ab Datum X ist Set rausrotiert. Du musst nicht nur hoffen auf eine Banlist. Du weißt, da rotiert ein Set raus. Dann kommt das neue Set rein. Verstehst du, was ich meine? Und dann muss Konami auch nicht mehr diesen Tanz auf dem Vulkan mit dem Balancing machen mit einer Banlist. Und ich bin auch der Meinung, dass eine Banlist sehr, sehr ineffizient ist, weil bei 20.000 Karten, die wir mittlerweile im Format, ne, über 10, das ist doch 20k oder so, dürfen es mittlerweile sein? Ja, ich glaube 15 oder 13 oder wie. Ja, irgendwie sowas. Ja, wirklich bei so vielen Karten, die wir im Format haben, da kann Konami noch so krasse Pro-Player mit drin haben. Du kannst nicht jeden Bullshit bedenken bei einer Banlist. Verstehst du, was ich meine? Also pass auf. Ich habe tatsächlich sogar noch ein Argument für Set-Rotation, beziehungsweise für irgendeine Möglichkeit. Also, nenn es nicht Set-Rotation. Sag einfach, du machst alle 5 Jahre einen Cut. So, denk dir irgendeinen Zeitraum aus, den du ganz klar kommunizierst. Nicht so wie das Release-Datum der Banlist. Idioten! Das Problem am Yu-Gi-Oh! TCG ist, ich weiß, wir wollten positiv bleiben, aber ich komme dahin. Dadurch, dass du... Spürt man viel. Dadurch, dass du Karten seit dem Jahr 2003 quasi druckst und printest, mit gewissen Effekttexten, mit einer gewissen Idee dahinter, wie sie gespielt werden, bist du natürlich auch... Klar, es hat sich über die Jahre leicht verändert, Problem-Solving-Card-Text und so weiter, aber du bist quasi an Mechaniken und an Wordings und an gewisse Dinge gebunden. Wählen, nicht wählen. If, when. Timing missing, nicht und so, ne? Also du bist ja an gewisse, und dadurch wird ja das Yu-Gi-Oh! TCG so unfassbar kompliziert. So, du kannst halt einfach sagen, nimm when einfach raus. Kannst du nicht, weil du 7 Millionen Karten geprintet hast, wo ein when-Effekt draufsteht. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, jeder when-Effekt wird zu einem if-Effekt. Könntest du in der Theorie schon, musst dann aber alle 7 Millionen Karten... Dann würde Ash Blossom nicht mehr funktionieren. So, und deswegen, genau, richtig, also du könntest ihn dann quasi nicht mehr chainblocken oder so, ne, also das ist halt auch irgendwie wild, keine Ahnung, wobei in einer neuen Kette kannst du auch, egal, vergiss es, so, Spekulation. Aber ich glaube, dass irgendein
ein Soft-Reboot oder wie auch immer Konami, glaube ich, aktuell unfassbar gut tun würde, weil wir ja auch das Problem damit haben, dass Yu-Gi-Oh! Ein fucking kompliziert dadurch, durch diese 25 Jahre Geschichte, ein fucking kompliziertes TCG geworden ist. Und dabei geht es mir nicht darum, dass man sagt, Combo, Wombo, ich gucke dem Gegner 10 Minuten zu, der ballert sich, was auch immer. Das ist ja das Schöne an Yu-Gi-Oh! Das ist ja das, was Yu-Gi-Oh! Von anderen TCGs unterscheidet. Darum geht es mir gar nicht. Aber mir geht es um viele nischige Interaktionen. Mir geht es um 40 Steps im Damage Steps. Mir geht es um tatsächlich if, when, mir geht es um Kleinigkeiten, wo du dann halt dreimal überlegen musst, okay, seltsam geschrieben, ich lese es nochmal auf Englisch, okay, auf Englisch habe ich es, glaube ich, verstanden, die deutsche Wortwahl ist ein bisschen weird gewählt, keine Ahnung, wo du permanent auch unterwegs bist und sagst, okay, ich muss nach einem Ruling googeln, bei den simpelsten Interaktionen, dadurch unterbrichst du das Spiel für 5 Minuten und, wenn du mit deinen Buddies spielst. Also ich glaube, langer Monolog an der Stelle, aber ich glaube, dass diese 25 Jahre Geschichte von Yu-Gi-Oh! Dahin gebracht haben, wo es jetzt ist, ein unfucking fassbares kompliziertes Spiel. Jetzt komme ich zu dem, was ich glaube, gut wäre, wenn Konami das in irgendeiner Art und Weise machen würde, oder beziehungsweise ich spreche mich für deine Rotationsprinzip aus, dass man macht nicht jedes Jahr, so wie es, glaube ich, bei Magic der Fall ist, so alle 4 oder 5 Sets, sondern mach es alle 5 Jahre einfach, um zu merken, wie hat sich mein Spiel entwickelt, was muss ich verändern und wie kann ich es anpassen? So kannst du zum Beispiel auch tatsächlich einfach Formate kreieren und sagen, das ist das 2020 bis 2025 Format. Und alle, die Bock haben, das zu spielen, können das spielen. Alle, die einen Mittelfinger geben und sagen, fuck Edison, fuck Gold, ich will nur den neuesten und heißesten Shit spielen, die spielen dann quasi die neue Ära von Yu-Gi-Oh! Oder wo auch immer. Das ist im Endeffekt so ein bisschen Master Rule-mäßig, was ja Konami auch gemacht hat und dadurch das Spiel immer wieder verändert hat. Aber so könnte man die ganzen Fehlerchen, die sich eingeschlichen haben und das Spiel so unfassbar kompliziert gemacht haben, ausmerzen und Yu-Gi-Oh! Trotzdem weiterspielen, aber mit einem Grinsen, weil man sagt, geil, Missing Timing gibt's nicht mehr, ich mache jetzt einfach Full Combo Wombo. Und dadurch rotieren automatisch richtig heftig ekelhafte, richtig ekelhafte Floodgates zum Beispiel raus oder Karten rotieren raus, die dann eventuell in einer zukünftigen Deckstrategie abused werden könnten und dann deswegen gebannt werden, weswegen der kleine Timmy mit seinem Lieblingsdeck zu Hause sagt, ich wollte aber pur Artefakte spielen, jetzt ist meine Sense gebannt. Genau, dazu kommst du gar nicht. Und ich habe die grandioseste Idee gerade aller Zeiten. Ich weiß, du hörst mir zu, der Chat hört mir zu und ich rede und rede und komme nicht raus. Es sprudelt gerade aus mir heraus. Alles gut, ich mache Testtraining mit meinem neuen Peil nebenbei. Übermüdung und zu viel Zucker führt tatsächlich dazu, dass ich kreativ werde. Das ist auch meine Uhrzeit. Jetzt startet der Motor. Das würde natürlich auch dazu führen, dass du bei einem Beginn eines neuen Formats, das ist ja unfassbar spannend. Du kriegst ja erstmal nur ein Set. Oder sagen wir mal, Konami müsste dann vielleicht die Printpolitik ein bisschen verändern oder sagen wir die Anzahl an Karten für gewisse Deckthemen ein bisschen verändern. Das heißt, du startest ja alle 5 Jahre frisch in ein Format rein, was ja ein unfassbar spannender Moment ist. Das ist wie, wenn wir nach einer Bandlist in ein neues Format starten, wenn die Bandlist eine extrem krasse war. Mhm. Und nicht hier so ein Fenrir von 3 auf 2, Brunnen von 3 auf 2, sowas kannst du stecken lassen, Konami. Das ist ja, keine Ahnung, ich habe gerade die beste Idee aller Zeiten und feiere mich gerade selbst dafür, weil ich glaube, ich spreche mich für dein Rotationsformat aus, nur halt nicht alle 5 Sets, sondern sag, lass es alle 5 Jahre sein. Und so dass man auch lange Zeit, also wenn ich überlege, Despia, Branded Despia, habe ich vor 3 Jahren gekauft, ich kann es immer noch spielen. Das heißt, es ist tatsächlich ein verhältnismäßig guter Zeitraum. Wir beide haben vor ungefähr 4 Jahren mit Yu-Gi-Oh! Und so angefangen, mit Streaming, Remote und so. Das ist eigentlich ein guter Zeitraum. Und jetzt könnte Konami auch einfach sagen, wo wir halt auch gesättigt sind oder die Schnauze voll haben und einfach auch mal kein Flo and the Reese mehr sehen wollen, alles klar, hier gibt es einen Cut. Master Rule 6 oder nennen es wie auch immer. Wir starten das Format 2025 bis 2030. Happy Birthday, Motherfucker. Hier habt ihr neue Karten, kauft sie. Dann ist Konami auch nicht gebunden an Karten-Artwork-Designs. Sie könnten sich trauen, es zu verändern, Full Arts zu implementieren, Karten größer, Karten kleiner zu machen. Digga, wenn ich 2-3 Stunden One Piece spiele
und diese unfassbar heftigen Karten, die sich wie Goldbarren in meiner Hand anfühlen, halte, ja, weil sie einfach sich unfassbar stabil und wertig anfühlen, und dann nehme ich so eine lapprige, ekelhafte Yu-Gi-Oh-Karte in die Hand. Die wo hast du deine Yu-Gi-Oh-Bitte-Karten bitte Also ich habe meine auch immer im Gulli, tue ich sie aufbewahren. Du fäst die Yu-Gi-Oh-Karte an und denkst dir, ups, kaputt hier. Oh, Mensch, hab ich so drauf zugedrückt. Da könnte dann Konami sagen, wir verändern das Kartendesign. Warum ist es denn? Ich habe übrigens, das habe ich in irgendeinem Kommentar gelesen unter einem meiner Videos, es ist nicht das einzige TCG mit Japanese-Size-Karten, sondern es gibt wohl noch ein anderes. Aber alle anderen sind auf dem Standard-Size-Format. Warum auch immer. Egal. Also das könnte auch Konami alle 5 Jahre verändern. Standard so viel besser, ne? Voll, Alter. Die Dinger fühlen sich so mächtig an in der Hand. Also muss auch sagen, also Leute, ja, auch da, auch, keine Ahnung, eigentlich wollte man sagen, wie geil Konami ist, aber jetzt sind wir wieder irgendwie abgerutscht. Da musst du schon sagen, also ich habe, seitdem ich Pokémon gespielt habe, finde ich Standard Size so viel geiler als Japanese, aber das ist nochmal so andere Thematik, glaube ich. Okay, langer Monolog, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meiner total verrückten Idee haltet. Konami, boah, DTV, alles was du sagst, vernichtet das Game, auf wie es hier steht. Lululululululul. Also, weil ich ja auch gerade im Chat lese, nein, du musst nicht alle 5 Jahre deine Karten neu kaufen. Du kannst ja einfach das alte Format weiterspielen, wovon es unfassbar viele Menschen geben wird. Ich meine, es gibt Leute, die spielen jetzt ein Edison-Format oder ein Gold-Format. Das sind quasi Formate, die sich die Community ja selbst ausgedacht und kreiert hat. Und das heißt, du hängst dann halt einfach dein ganzes Leben lang im 2025 oder in diesem alten Format fest, außer du entscheidest dich irgendwann ins neue Format rüber zu schwappen und neue Karten zu kaufen. Aber neue Karten kauft man sich ja so oder so. Also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist eine spitzenmäßige Idee. Egal, wie dem auch sei. Genau, und dann auch dezidierte Banlisten für diese Jahre, für diese Formate, 2020 bis 2025. Das ist die Banlist, unter der spielt ihr bitte. Und so kannst du das Game auch einfach richtig hardcore balancen. Du kannst dann einfach sagen, für alle Decks von 2020 bis 2025 gilt diese einheitliche Banlist. Wir haben es versucht, alle Decks auf gleichem Niveau zu bringen, sodass es immer, du kannst dein Lieblingsdeck spielen, du kannst... Utopia spielen und bist trotzdem so gut wie Snake Eye. Naja, vielleicht nicht ganz, man muss trotzdem den Unterschied merken, aber ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, ich bin ein fucking Genie. So, zurück zum Thema. Nivska, du hattest jetzt lange Zeit zu überlegen. Ich brauche von dir jetzt noch irgendwas Positives zu unserem Lieblingskartenhersteller. Also, wir kennen viele TCGs da draußen. Die großen Magic, Pokémon, und Yu-Gi-Oh! Und es gibt nur in einem einzigen TCG gibt's Bilder mit Fuß-Artworks. Ich bin ganz, ganz großer Verfechter von rechtes Bein of the Forbidden One, von linkes Bein of the Forbidden One. Vorreiter damals. Und jetzt haben wir noch Ash Blossom. Danke, euer Ehren. Das war mein Plädoyer. Oh, fuck. Ah, ja, du hast recht, ja. Das ist ein rechtes Bein, der hat mich gerade gekillt, Alter. Nee, also ich glaube, was man schon sagen kann, Yugi, vor allem, ich glaube, das ist das Gameplay. Also jetzt Rotation hin oder her, was man schon sagen kann für viele. Ich muss schon sagen, das, was Konami hier am geilsten gemacht hat mit dem ganzen Gameplay, ist, es gibt kein Ressourcensystem. Es gibt Leute, ja, die finden das scheiße. Ich muss sagen, das ist gerade der Faktum, weshalb ich Yugi spiele, weil wir kein Ressourcensystem haben. Du hörst ja erst auf, wenn du keine Karten mehr in der Hand hast, basically, oder nichts mehr in deiner Hand aktivierbar ist. So. Und zwar, da hatte schon einer so gut im Chat reingeschrieben, der gute Iro. Yugi ist eine brennende Mülltonne, aber es ist meine brennende Mülltonne. Und das muss ich sagen, das tut sehr, sehr gut zusammenfassen, tatsächlich. Yugi ist halt ein komplettes Clusterfuck an Gameplay. An einer Milliarden Geschichten von, I don't know, das ist Shit, bis das ist Shit und alles mögliche. Und ich muss halt sagen, yes, it's right, but I love it. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Faktum, den ich an dem Spiel sehr, sehr wertschätze, tatsächlich. Gerade, dass dieses Spiel so ein Haufen Shit ist. Zum Beispiel, wir haben mal Table 500 ist ja so ein Ding, geboren in Yugi. Dass du dann basically alles, was du machen möchtest, irgendwie, keine Ahnung, da gab es Table for Fun von Gameplays von LOL, du willst Kashtira-Zonen locken ohne Kashtira, we make it happen.
dann, keine Ahnung, gibst du den Gegner irgendwie ein Monster mit, und das Monster tut sich selbst equippen, dann gehst du mit Geonator Transversor, klaust du dir das Monster, der Gegner hat keine Spell Trap Zone mehr frei und so ein Shit, versteht ihr, was ich meine? Das stimmt, also, das stimmt. Yu-Gi-Oh! Also, sieht man auch, es gibt so, in der Vergangenheit gab es so das ein oder andere Video mit Team Sam und Jesse Cotton, wo er quasi eine Challenge gestellt hat, ein unbeschwörbares Monster zu beschwören mit One-Card-Combo. Ja, mach auf One-Card-Combo, beschwör alle drei Götter. Genau, zum Beispiel. Und ich habe auch einen Kollegen, Shoutouts gehen raus an Oleg an dieser Stelle, der auch immer gern am Tüfteln ist. Der ist nur am Tüfteln. Der spielt, ich glaube, wenn der mal ein Metadeck packen würde und durchgehend zocken würde, wäre der richtig gut. Aber der ist aufgrund seiner Deckwahl, weil er immer nur am Tüfteln ist, halt einfach ja in seinen Möglichkeiten beschränkt, Duelle zu gewinnen. Aber wenn du er uninterrupted dir ein Board baut, unmöglich zu brechen. Und genau das ist tatsächlich das Coole bei Yu-Gi-Oh! So, sobald zwei, drei Karten released werden, setzen sich die ganzen Nerds hin und fang an, irgendwelche Kombos zu ballern, Archive zu durchsuchen, welche Karte könnte ich hier reinwerfen, da reinwerfen, okay, das ist eine Brücke zu der Kombo, wie komme ich am Ende trotzdem auf 18 Negates, 4 Locks und einen 6er Handrip, so das ist tatsächlich was in, also ist nicht gut so, aber das ist tatsächlich was in Yu-Gi-Oh! Möglich ist, weil das Spiel einfach all diese Möglichkeiten einem einfach bietet. Und das stimmt. Das ist das, was Yu-Gi-Oh! Einmalig macht und genau, glaube ich, auch der Grund, warum wir das alle so in der Form spielen. Und weil du auch immer wieder Sachen auf wildeste Art und Weise zusammenwerfen kannst. Hier eine Engine, da eine Engine. Dann spielst du das so, dann spielst du das ohne, mit, wie auch immer. Handtrap, Boardbreak. Also wirklich, das ist das, was, ich komme gerade so ein bisschen ins Schwärmen, aber das ist, was Yu-Gi-Oh! Wirklich sehr, sehr, sehr cool macht und genau aus dem Grund zocken wir es ja auch alle. Ja, exakt. Eine Sache habe ich noch. Ja. Eine Sache habe ich noch. Falls du nichts mehr hast, habe ich noch eine Sache. Nee, dann mach du mal. Ich bin gerade komplett out of gas. ich bin gerade zu frustriert vom Format. Was ich tatsächlich, ich habe mich gerade durch meinen eigenen Monolog so sehr gehypt, dass, also, was ich finde, dass Konami, ich sage jetzt einfach mal eine Zeitspanne von 1,5 bis 2 Jahren wirklich gut macht, vielleicht so seit Battle of Chaos, dass wie sie die Mainsets strukturieren. Ich rede nicht über die Rarity-Verteilung, die ist teilweise richtiger Abfuck, so, aber ich rede über die Verteilung der neuen Deckthemen, und dem alten Support, der dann, beziehungsweise neuen Support für alte Deckthemen, der erscheint. Mhm. Ich finde, dass Konami das seit gewisser Zeit wirklich gut macht, unabhängig davon, dass sie Snaker übertrieben haben. So, vergiss das mal kurz für einen Moment. Aber es gibt immer so zumindest einen spielbaren, also du siehst sofort, welches Deck natürlich Konami mit Meta machen wollte. Es gibt sofort einen spielbaren Anteil. Voiceless Voice ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Voiceless Voice sofort rausgeballert. Spielbar. Aber im Gegenzug gab es auch Support für Deck A, B, C, D. Raid Raptor zum Beispiel. Was direkt ein Meta-Threat geworden ist. Und sie es tatsächlich schaffen, seit mehreren Sets, Unchained war ein gutes Beispiel, da gibt es bestimmt noch ein paar andere Decks, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, wo sie so mit 3-4 Karten es tatsächlich schaffen, so ein mittelmäßiges Tier 2 Deck, was schon seit längerer Zeit keiner mehr angefasst hat, auf ein Level zu heben, dass es auf jeden Fall wieder viele spielen oder spielen wollen oder es auch mal wieder eine Regio toppt. Und da freut man sich natürlich als kleiner Johnny, der sagt, oh geil, ich kann wieder meine wilden Vögel spielen. Kann die wieder auspacken und dann tatsächlich zocken so. Also das, finde ich, macht Konami in letzter Zeit ganz gut, dass sie die alten Decks auf ein Niveau bringen, wo du sagst, okay, kann ich noch bei Tier 2, auch wenn es vielleicht manchmal nur Lower Tier 2 ist, mit reinpacken. Das finde ich gut. Ja, das sehe ich auch irgendwo. Mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen, Leute. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Das ist ja wie so eine Verdrossung. Ich bin verzweifelt. Es spricht gerade komplett gegen meine DNA, noch diese Firma positiv zu. Ich mag Neuron. Punkt. Oh Gott. Lass uns das bitte nie wieder machen. Ich hoffe, dass bei der nächsten Folge, bei der nächsten Folge, eine scheiß Bandlist haben. Ja, Bandlist wäre top. Da haben wir ein Thema. Dann haben wir was, worüber wir uns so aufregen können, weil die Bandlist mickrig ausgefallen ist. Da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Wird gut. Ja. Diese Woche haben wir keine bekommen. Wenn wir davon ausgehen, dass das Ding immer so zu Anfang der Woche droppt, was ja auch statistisch belegt ist. Montag droppt die Bandlist.
Genau, müssen wir uns auf Montag bis Mittwoch wieder nächste Woche gedulden. Ich hoffe. Ich werde Konami weiter mit meiner Banlist Prediction drohen. Noch habe ich keine gedreht, aber ich bin kurz davor, sage ich euch. Ja, und ich würde sagen, mit den Worten machen wir jetzt die Folge zu. Boah, war das anstrengend. Gute Nacht. Tschüss. Love you.